So, Infa 24, bin immer noch hier. Und natürlich gucke ich mir hier diese ganzen Schätzchen an, die es hier gibt. Und der kommt gerade aus Peine, sehe ich. Schöner alter Opel Kadett. Ja, und natürlich die Farbe ist natürlich der Hammer. Aber auch der Spiegel ist auch wieder cool. Ja, sowas findet man natürlich heute keiner mehr. Aber hier natürlich, ja, wow. Ja, gut gepflegt, würde ich sagen. Und jetzt gehe ich mal gleich weiter. Jetzt muss ich mal kurz hier rüber schwenken. Ich schwenke mal kurz zu mir. Wackel, wackel, wackel. Damit ihr auch seht, dass ich wirklich hier bin. Ja, Infa, ich werde hier auch wieder backen. Aber heute bin ich mal selbst hier zum Gucken. Denn wenn man in Aktion ist, dann hat man mal wenig Zeit, so mal die Stände anzugucken. Und ich liebe ja hier diese Oldtimer-Straße. Okay, ich drehe mal wieder um und dann seht ihr hier die anderen Schätzchen, ne? Also, ich bin da, ne? Wackel, 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 da ist das nächste. Wow. Jo. Hat was. Was ist das? Fiat? Keine Ahnung. Ich guck mal. Ah, ja. Ja, für die Blonden steht auch immer was drauf, was es ist, ne? Schöner alter Fiat, ja. Klassisches Teil. Und hier nebenan gibt es auch noch mal so, so einen schönen Dach. Ich glaube, das ist so ein Lederdach oder so. Ich schaue mal. Wenn Sie mal schauen wollen. Guck mal. Nee, Leder ist das nicht. Aber Leder war ja auch schlecht, glaube ich. Bei den Wetterbedingungen. Aber eine süße Antenne, auch schön. I like. Jo. Oh, und jetzt habe ich hier was ganz Tolles entdeckt. Also das wäre ja so eher meins. Wow. Sieht aus wie Black Panther. Aber es hat bestimmt einen anderen Namen. Oh, Holzlenkrad. Wahnsinn. Aber ich glaube, der ist noch nicht so alt, oder? Also jedenfalls sieht er nicht so alt aus. Guck mal. Oh, hat trotzdem Haar. Hätte ich nicht gedacht. Der sieht echt schnucklig aus. Wahnsinn. Ja, hat was. Hat hinten, glaube ich, auch so ein... Was kommt darauf? Fahrräder? Keine Ahnung. Gepäck? Gepäck. Irgendwie Gepäck. Also das Auto wird noch gebraucht. Das ist noch im Umlauf. Hat auch TÜV-Plakette. Ja. Oh, was ich gerade entdeckt habe, ich muss nochmal zurück. In der Seitentasche hat er eine CD, da muss ich mal raufgehen. Männermucke, ist schon klar. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Jeder Mann wird es wahrscheinlich verstehen. Gut, ich muss mal kurz rüber. Na, das ist ja mehr so langweilig. Ja, dann mache ich noch mal wieder zu mir. Die normalen Autos brauchen wir ja nicht gucken. Mich interessieren ja aber nur die Oldschool-Teile. Ja, die passen einfach besser zu mir oder so ähnlich. Hier steht noch ganz viel rum und ich muss noch ein paar Wege gehen. Also bis gleich oder so ähnlich.